Recht herzlich willkommen zur sechsten Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind immer noch in einem Krieg hier, aber irgendwo haben wir da eben was falsch gemacht. Wir haben echt Pech gehabt, dass wir die Truppen da falsch rübergezogen haben. Jetzt kommen wir hier noch nicht mal weg, ne? Ich wollte eigentlich jetzt hier zurückziehen, ein paar Leute aufbauen und dann wieder angreifen, aber sieht gerade schlecht aus, ne? Wenn die jetzt hier auch noch nachziehen, dann ist es ganz doof. Was geht da? Okay, das haben wir befreit. Und na, die haben voll die Moral, ne? Da brauchen wir gar nicht anfangen, ne? Ziehen wir da mal runter. In der Hoffnung, dass andere hochziehen, was auch passiert. Ist schon mal gut. Dann kommen wir da auch raus. Und jetzt kommen wir eigentlich auch weg hier. Das machen wir erstmal, ziehen da erstmal rüber. Dann müssen wir gucken, dass wir ein bisschen an Geld kommen, um unsere Truppen wieder aufzubauen, ne? Aber das war jetzt äußerst schlecht, ne? Die haben das wieder besetzt, ist klar. Zusammenschließen, 6,8. Die haben 17 Truppen zusammen da jetzt. Das ist schon viel, ne? Ja, und wir brauchen wie viel Geld? 9er. Um eine Truppe zu machen, aber geht auch gar nicht, weil wir gar keine Truppenreserve haben. Und das ist wieder unser Problem, das mit der Truppenreserve, das kennen wir schon irgendwo her, ne? Ja, die werden jetzt hier permanent aufgestockt. Ja, toll, Spionagenetzwerk in England, gegen England, in Frankreich. Also der Stand ist ganz schlecht, wie man sieht. Ja, wir regenerieren gerade hier in Cumbria. Die machen nichts, die kommen auch nicht rüber. Bleiben da auf der Insel. Holland, da kommt Holland. Die haben noch ein Embargo gegen uns verhängt, ne? Ja. Technologie investieren. Dann machen wir das erstmal. Und hier geht es auch voran. Was bringt uns das? Militärtaktik und Landmoral. Das ist doch auch schon mal schön. So, 4, 5 und 3. Dann sind wir durchschnittlich 4 schon mal. Reichweite Handel 20. Handelseffizienz erhöht um 5 und Flottenunterhalt erhöht um minus 10. Ja, gut. Das auch weg. Läuft. Wir haben Verluste erlitten, genau. Hier ist die Bilanz 5,5. Ja, die lassen wir auch mal so laufen noch. Müssen wir gucken, dass das weitergeht. Was ist das? Ah, eine Debatte im Parlament. Worum geht's? Marine vergrößern, Erweiterung der Bürokratie finanzieren. Operationen, Seeleute. Ja, so schnell kann ich nicht alles machen. Militär ist gespalten. Festungsverteidigung. Ich glaube, nehmen das zweite. Das bringt uns mehr. So, die Debatten hier nochmal durchgucken. Unterhalt Armee minus 10, Verschleiß minus 5. Das ist, glaube ich, das Beste momentan. Kosten, Kulturänderung, nö. Regeneration Seerate, machen, nee. Kosten minus 10. Für einen Berater ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Also das oder das? Und ich glaube, wir nehmen das. So, das ist von 0 und 0. Das ist schon mal schlecht. Da müssen wir diplomatische Macht bezahlen. Armeetradition. Korruption. Militärische Macht. Administrative Macht. Ich glaube, das können wir am meisten verknusen, ne? Genau. Machen wir schon mal.
12 Militärmacht, das ist nicht viel. Das war die Korruption. Armeetradition. Diplomatische Macht 24, die könnten wir uns auch leisten. Und damit wollen wir mal durch die Debatte durchgehen. Gut. Das sind 13 und 5, das sind 18. Wir sind gerade bei 9. Wenn die weiter weg wären, ne, dann wird was gehen, aber so nicht. Da müssen wir leider noch warten. Wir haben noch Militärzugang. 9,3, ja. Tja, hier ist zu wenig. Wir müssten gucken, dass wir da was ausbauen, ne? Gebäude. Chefspion ist gestorben. Baracken oder sowas haben wir noch gar nicht, ne? Oder das Geld fehlt. Ne, das Geld fehlt. Aber auch Technologie fehlt da noch, alles klar. Da haben wir provinzialer Handelseinfluss. Der Marktplatz ist das. Den haben wir als einziges. Ja, da müsste man mal gucken, dass man den dann baut. Aber dafür reicht die Kohle auch nicht. Quartiermeister Robert Fairfax. Ja, können wir nicht bauen, ne? Weil Geld fehlt. Muss mehr Geld her. Okay, Staatsehre ist beendet. Archibald Essex. Wie heißt eigentlich der Dingens, damit ich das nenne? Isaac Boscawen. Und unser Richard Plantagenet. Oder so ähnlich haben wir auch noch. So, wie stark ist unsere Truppe? 13 von 36. Dann ist die ja gleich schon aufgebaut, ne? Aber die haben mehr, ne? Tja. Wir müssen noch ein bisschen warten gerade. Das hat anders keinen Sinn. 11-2. Wenn wir die angreifen, haben wir gleich zack. Tempel können wir bauen, das ist auch gut. Sind wir noch nicht so weit, ne? Stufe 4 immer noch, ne? Ja, aber wir sind auf einem guten Weg. Müssen leider warten, zieht sich hin. Können aber hier noch einen Tacken schneller machen. Auch vorbei. Dann kommen wir schneller an die volle Mannstärke und dann bauen wir wieder welche auf. Dänemark. Zwölf, sieben. Rebellenaufstand. Maßnahmen ergreifen, raue Behandlung. Ist so. Gut, weiter geht's. So. Rekrutierungsmeister. Weiter. So, jetzt bauen wir Truppen auf. Holland, ja, ist weg. Der Kriegsgrund.
So, irgendwo können wir was bauen. Sollten wir auch tun. Und da schauen wir mal rein. Warte, machen wir gerade Pause. Unser Agent wurde entdeckt und das ist Ligo. Wo bringt uns der Markt am meisten was? Ja, hier, ne? Würde ich sagen, oder? Plus 12, 20, ist das richtig? Sieht so aus, woanders ist alles weniger. Hier unten in Frankreich. Oh, obwohl, da wäre auch noch nicht schlecht in, weiß ich, wie das jetzt gerade heißt. Und hier unten ist auch noch okay. Machen wir da definitiv einen Marktplatz hin, das erhöht unseren Einfluss. So, wie sagt das Geld überhaupt erstmal? 5,66 weiterlaufen lassen. Das sind natürlich die Taler erstmal weg, aber das kann man hier erstmal einen ausheben. Halt mal gerade an. Farbseinfluss oder Prestige? Wir brauchen Prestige definitiv. So, achso, da haben wir jetzt den daneben erstmal ausgehoben. Da müssen wir erst warten, bis wir wieder Mannstärke haben. Okay, die Schotten versuchen wieder was. Waffenstillstand ist beendet mit Desmond. Oh, das ist ja was. Das unterstützt uns. Stopp mal, jetzt machen wir das noch zusammen. Und hier kommt ein Friedensangebot von Ulster. Ulster sind die. Ja komm, dann nehmen wir die aus dem Krieg raus. Das ist für uns schon mal positiv. Wohlauf. Und dann marschieren wir erstmal darüber, oder? Die sind da unten beschäftigt. Ach guck mal, jetzt geht's auch über unsere Flotte. Interessant. So. Das ist durch. Wir haben gehört, dass Österreich Renaissance. Okay. Weiter geht's. So, dann marschieren wir jetzt ein und hoffen, dass wir die in der Schlacht. Ja, diesmal haben wir es gewonnen. So, nochmal. Dann sollten wir die aufgerieben haben, oder? Unser Agent wurde entdeckt. Ja, aber da müssen wir schon wieder hier arbeiten, sehe ich gerade, ne? Anspruch fingieren. Ne, machen wir mal nicht. Wir müssen erst noch gucken, wie viel haben wir denn da? Machen wir noch da ein bisschen was. Gut. Die gehen da rein. Entgenten entdeckt. Theologe gestorben. Noch einen Agenten entdeckt. Sligo ist da, okay. Ulster hat sich dahin zurückgezogen. Okay. Ja, manchmal ändert sich das hier in so einer Schlacht ganz schnell, dass man da positiver dasteht, ne? So, und jetzt können wir hier den Frieden verhandeln. Und das ist das. So, und hier muss ich jetzt ...91 Taler... wird Teil von uns.
Forderung Zen laufen lassen. Hol auf. Und dann muss das Ganze zur Kernprozent Provinz gemacht werden. Die haben wir gleich schon niedergeschlagen. Und schon wird unser Land hier größer. Oh, die haben sich das auch noch geholt, Sligo. Was machen wir mit denen? Bündnis wollen sie nicht. Okay, hier oben, das haben wir schon als Kernprovinz. Denn da desertieren. Oh, wir sind ein bisschen schnell unterwegs, glaube ich. Merkante ist der richtige Weg. Und hier ist... Handelseffizient plus 10%, Spinageabwehr minus 10. Ich nehme das. So, Sligo. Einflussaktion. Warnung aussprechen. Ja. Das machen wir mal. Sie die beiden anderen Länder nicht nur einnehmen. Dynastieaktion. Haben wir eine Staatsehe mit denen? Nein, ne? Die würden aber eine eingehen. Ja. Tja, was machen wir mit denen? Gute Frage. Wäre das ein Vasall vielleicht in Zukunft? Das ist die Frage. Nee. Das ist eher ein Feind, kein Vasall. Die Insel machen wir rot und das ist besser. Gut. Soweit haben wir das. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen hier erst eine Pause. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.